das Üak. Auto seltsam gänzi. Der Jak oder Üak, Bos Grundnins, eckige Klammer auf heute, Bos Mutus Backslash Fair unbekanntes Zeichen tritt die Untersippe oder, wie andere wollen, die Sippe der Grundsochsen, Pylphagus. Die Gesamtlänge alter Stiere beträgt 4,25, die des Schwanzes ohne Haar 0,75, die Höhe bis zum Buckel 1,9 Meter, die Länge der Hörner 80 bis 90 cm, das Gewicht 650 bis 720 kg, die Länge einer alten Kuh dagegen kaum über 2,8, die Höhe 1,6 Meter, das Gewicht 325 bis 360 kg. Die Hochländer Tibets und alle mit ihnen zusammenhängenden Hochgebirgszüge beherbergen den Yak. Hochebenen zwischen 4 bis 6000 Meter Höhe bilden seine Aufenthaltsorte. Erst dem trefflichen Przewalski danken wir eingehende Berichte über das Freileben des gewaltigen Tieres. Der mutige Reisende fand in den von ihm durchzogenen Teilen Nordtibets einsiedlernd die alte Stiere und kleine Gesellschaften des Yak aller Orten, zahlreichere Herden dagegen nur aufstellen, welche reichere Weiden bieten. Solche Herden durchwandern auch wohl mehr oder minder unbekanntes Zeichen der regelmäßig weite Strecken, erscheinen, nach Aussage der Mongolen, im Sommer auf grasreichen Weiden, auf denen man sie im Winter nicht bemerkt, und bevorzugen ebenso die Nähe von Gewässern, in deren Nachbarschaft das Gras besser wächst als auf den kahlen Hochebenen, wogegen die alten Stiere, sei es aus Trägheit oder sonstigen Ursachen, Jahr aus, Jahre in demselben Gebiet verweilen und einsiedlerisch ihre Tage verbringen oder höchstens zu 3 bis 50 Gesellen. Jüngere, obschon bereits eher unbekanntes Zeichen wachsende Stiere schließen sich oft einer Herde älterer an, bilden jedoch häufiger eine eigene, welche dann aus 10 bis 12 Stück zu bestehen pflegt und zuweilen einen alten Stier in sich aufnimmt. Kühe, Jungstiere und Kälber. Dagegen vereinigen sich zu Herden, welche Hunderte, nach Versicherung der Mongolen selbst Tausende zählen können. Solchen Massen wird es erklärlicherweise schwer, auf den ärmlichen Weiden genügende Nahrung zu finden, und sie zerstreuen sich daher, während sie sich äsen, über weite Flächen, sammeln sich aber, um zu ruhen, ebenso während heftiger Stürme, welche sie zu lagern zwingen, wiederum zu geschlossenen Herden. Wittern die Tiere Gefahr, so schließen sie sich sofort zur Herde zusammen und nehmen die Kälber in die Mitte. Einige erwachsene Stiere und Kühe aber suchen über die Bedeutung der Störung sich zu vergewissern und schreien unbekanntes Zeichen Feen nach verschiedenen Seiten von der Herde ab. Naht sich oder feuert ein Jäger, so ergreift der ganze gedrängte Haufen plötzlich im Trab, häufig auch im Galopp die Flucht, im letzteren Fall den Kopf zu Boden neigend und den Schwanz erhebend. So sprengen sie, ohne sich um zu unbekanntes Zeichen schauen, über die Ebene dahin. Eine Wolke von Staub umhüllt sie, und die Erde dröhnt, auf weiten Vernehmen unbekanntes Zeichen nicht, unter dem Stampfen ihrer Hufe. Ungeachtet seiner ungeheuren Kraft steht der Yak in unbekanntes Zeichen sichtlich seiner Begabungen anderen Tieren des Hochge unbekanntes Zeichen Birges nach. Im Bergsteigenwetter fährt er allerdings mit Wildschafen und Steinböcken. Denn er klettert in dem höchsten und wildesten Gefels, auf geraden und schroffen Abstürzen mit derselben Sicherheit wie diese. Im Laufen auf ebener Fläche aber wird er von jedem Pferd eingeholt. Die bemerkenswerteste Eigenschaft des Yak, sagt Przewalski, ist seine Trägheit. Früh und gegen Abend geht er auf die Weide. Den Rest des Tages widmet er der Ruhe, welcher er stehend oder liegend sich hingibt. Während unbekanntes Zeichen dem bekundet nur das Wiederkäuen, das er lebt. Denn im Übrigen ähnelt er einem aus Stein gemeißelten Standbild. Doch dieses Wesen ändert sich gänzlich, sobald die Brunst in ihm sich regt. Nach Aussage der Mongolen beginnt die Paarzeit im September und währt einen vollen Monat. Bei Tag und Nacht sind jetzt die Stiere in Unruhe und aufre unbekanntes Zeichen Gung. Die Einsiedler gesellen sich den Herden, laufen Kühe suchend und dabei beständig grunzend, wie sinnlos, umher, treffen aufeinander und treten sich streitlustig unbekanntes Zeichen gegenüber.
Unter furchtbaren Stößen, welche zuweilen ein Hörn an der Wurzel brechen, stürzen sich die gewaltigen Tiere aufeinander. Keiner der dicken Schädel aber bricht, und auch bedeutende Wunden, welche einer dem anderen zufügt, heilen schnell. Befriedigt und ermattet ziehen sie sich nach der Brunstzeit wieder zurück, schweigen fortan und führen wiederum dieselbe Lebensweise wie früher.